Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute Division Rivals Rewards. Ja, ich habe sie ja letzte Woche nicht hochgeladen, weil sie halt wirklich echt schlecht waren. Und ich hatte letzte Woche, glaube Division 3 Rang 1 Rewards und die waren richtig kacke. Nice Controller als alle. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute nur ein 50k Set und ein seltenes Goldpack zur Verfügung. Grund dafür ist, ich bin nicht Rang 1 gekommen, sondern nur in Rang 3. Ich hatte einfach nicht die Zeit, ja, Division Rivals zu spielen. Und habe deswegen, glaube ich, bis auf 16.000 Punkte hochgespielt. 50k Set nehme ich natürlich gerne mit. Ist natürlich die Frage, tradable oder untradable. Ich glaube daran, dass ich endlich mal was Gutes ziehe. Deswegen nehme ich die tradable Rewards wieder mit. Ein seltenes Spielerpack, ein seltenes Goldpack nehme ich gerne mit. Und dann mal schauen, ob sich Rang 3 mehr lohnt als die letzten zwei Male Rang 1. Bin ich mal gespannt. Aus dem 51k Set, was wir schon hatten, haben wir bisher nichts gezogen. Das Beste, was wir bisher hatten aus Division Rivals Rewards, war Ederson. Ederson war das Beste, was wir bisher gezogen haben aus den Division Rivals Rewards. Und komm. Schauen wir mal, seltenes Goldset, alle selten, ist natürlich kein Walkout mit dabei, vielleicht aber ein Schlitz haben wir dabei. Ja, jetzt sollte das, denke ich mal, sein. Ja, von Besiktas 80er Rating ist okay. Vielleicht ist da noch irgendwas dahinter, was wert ist. Ist safe nicht, habe ich mir schon fast gedacht. So, gucken wir mal, 50k Set, Promosets gibt es auch gerade nebenbei. 12,5k Sets, ja moin. Ich würde mich freuen, wenn wir etwas ziehen, was über 30k wert ist. Einfach aus dem Grund, dass, ja, sorry, dass ich schon wieder so übel, holy shit, dass es sich gelohnt hat, das Pack zu nehmen und nicht die Coins, weil wir hätten 36k mitnehmen können. Deswegen, also jeder gute Walkout eigentlich, also wirklich, ich sag, jeder gute Walkout lohnt sich. Also ich bin gespannt, 50k Set. Bitte enttäuschen nicht, komm, Abfahrt. Wow, nice, in Form immerhin, ja super, die sind alle nichts wert, ist das Mandy, ach dieser Benzebaini, nice, also wenn mein Bester ein 81er in Form ist, dann kann dahinter ja nichts anderes Gutes sein. Hab nichts gesagt. Und damit, Freunde, haben wir mehr Luck gehabt als die Coins. Nice. Also es hat sich doch gelohnt, das 50k Set zu nehmen. Sanchez ist 60k, jetzt sagen wir mal 55k, damit haben wir schon mal deutlich mehr. Und das ist, denke ich mal, ein schöner, ja, Discard-Import. Sorry, dass ich so oft müde, aber holy shit, ich irgendwie in den letzten Tagen bin ich ultra müde. Der bringt uns, ja, 10k, aber... Danke Sanchez, dass du dabei bist, der bringt uns 50k. Danke Meier, dass du dabei bist, du machst das ganze Pack gleich umso viel, viel besser. Ja, und dann hat es sich doch mal gelohnt, die Packs zu nehmen, weil wir ein bisschen was rausgezogen haben. Und das soll es dann auch jetzt schon gewesen sein. Ja, mal ein kurzes, knackiges Video. Heute Abend wird es, denke ich mal, einen entspannten Livestream geben, ne, für Champions Rewards. Mal gucken, was wir aus Gold 2 Rewards ziehen, weil wir haben leider Gold 1 nicht geschafft. Aber ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später im Livestream. Und wenn nicht, dann, ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein.